kann mich noch dran erinnern, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Da war ich in der Wüste und habe mich auf einen Sandkackstift hochgebaut. Und dann hatte ich eine Hocheffizienzschaufel und die hat den Sand so schnell abgebaut, dass ich Fallschaden bekommen habe. Da ist ein Schild. Ich glaube, Eimer brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich hoffe es. Wenn ich das verstuhlt habe, dann werden wir einen Eimer brauchen auf jeden Fall. Okay. Ich hoffe, ich komme hier überhaupt noch irgendwie an diese Sachen ran, wo ich hin will. Ja, irgendwie schon. So. Also, und hier kam das Schild jetzt hier vorne dran, oder? Ja. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich denke so. Der Mensch denkt, Minecraft lenkt. So. Möglichst richtig zu bauen und nicht irgendwie das Loch zu bauen. Ich traue mir das echt zu, dass ich so einen Blödsinn machen würde. Kein Scherz. So und somit generell dürfte es das gewesen sein. Wenn ich jetzt die Fackeln aus dem Spawner raushaue, dann dürfte dieser Mob Grinder funktionieren. Aber ich habe noch ein einziges wirkliches cooles Anliegen. Das ist ein sehr cooles Anliegen. Erstmal, dass ich mir eine Schaufel baue und hier möglichst das ganze Geröll abbaue, was ich hier so verteilt habe. Irgendwie eine seltsame Aufnahmesitzung. Ich glaube, das sage ich jedes Mal und das tue ich einfach nur. Ich verrate euch mal was. Dass, falls ich es verstuhle, dass ihr mit mir Erbarmen habt. Warum habe ich denn hier ein Boot? Ja, ich weiß ja noch, woher es stammt. So, dann ja, hier mal das Geröll abbauen, denn das wird, glaube ich, so nicht mehr gebraucht. So. Hier könnte ich noch den Stein wegkloppen. Das wird hier sowieso noch besser. Also das hier wird die sogenannte Kill Chamber. Hier werden die Skelette dann drinnen zerlegt. Ich sollte nur möglichst sicher sein, dass hier kein Loch irgendwo ist. Das muss bleiben. Hier würde ich jetzt gerne noch rundherum bauen. Und auch hier unten rein. Um es ein bisschen schön zu machen, ja. Die Skelette sollen schließlich in einer schönen Umgebung ihr zweifelhaftes Leben aushauchen. Und warte mal, da möchte ich eigentlich auch noch, ja, weil da kann ich später nicht mehr eingreifen unbedingt. Ja, ich denke mal, das ist aber soweit praktikabel. Wie sage ich immer, das ist gut, das ist gerecht. Wenn es nicht so wäre, dann wäre es schlecht. Hier mal rausgraben noch ein bisschen. Ja, wie wir das dann hinterher hier schön machen, ich habe keine Ahnung. Aber das ist alles Subject of the Future. Und also hier müssten wir dann stehen. Und ich gucke noch mal, ob hier auch wirklich alles so ist. Ja, es müsste eigentlich funktionieren. Es müsste eigentlich funktionieren. Gut. Oh, ich würde jetzt gerne einen Schnellspeicherstand machen, weißt du das? Ja, ich könnte die Welt schnell kopieren. Und ich bin auch kurz davor, es zu machen. Achso, jetzt 10 Minuten. Ich sehe da gerade den Counter für live, also für Streaming. Aber da ich ja jetzt nicht streame, ist der Counter natürlich auf 0 und ich dachte eben, warum ist dieses Aufnahmedings da auf Rot und die Zahl auf 0? What the, ne? So, wage ich es? Soll ich es wagen?
soll ich es wagen? Die Frage ist, wie soll ich es überhaupt wagen, weil ich komme hier überhaupt nicht lang. Aber das lässt sich leicht beheben. Da kriegen wir sogar noch ein bisschen Arbeitsmaterial. Ich grab hier einmal rundherum. Das soll ja sowieso alles freigelegt werden. Jawohl, alles. Und eigentlich soll das Ganze hier auch noch unterfüttert werden. Wie gesagt, wenn ich es erstmal zugebaut habe, dann gibt es keinen Weg mehr da, ups, da ranzukommen. Das wird wahrscheinlich sowieso hier alles zugepflastert, aber zur Materialersparnis. Sieht mir so offen aus alles, ne? Ist das wirklich genauso gemacht? Komme ich da überbrannt? Ja. Also, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und dann werde ich das spätestens spüren, wenn tausende kleiner Pfeile mich an ein einigermaßen frühes Grab schicken. Jawohl. So. Ja, wie das Ganze dann später hier wird, das werden wir sehen. Für jetzt erstmal möchte ich hier möglichst hoch und möchte ich möglichst zu diesem Einstiegspunkt da irgendwie. Ich guck noch mal, kommt man hier denn wirklich nicht auf eine andere Art und Weise dran? Ja, dummerweise irgendwie erstmal nicht. Aha. Aha. Ja, das hatte mit Sicherheit... ach, da, so, hier war mal ein Minen-Fiasko. Okay. Da das hier sowieso weg muss, jawohl, das muss es, kann ich mich ja hier auch runtertreppen. Dann haben wir hier... oh, Kohle. Dann haben wir hier noch einen Zugang. Ich möchte nämlich möglichst auch abhauen können, wenn das jetzt mit den... mit dem Freischalten des Skelettspawners schief geht, was durchaus passieren kann. Ich müsste auch noch mal gucken, womit verschließen wir. Ah ja, 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 ich sehe jetzt schon. Und davon haben wir ja auch genug geholt. Nämlich von jenem Material hier. Komm schon. Jenes Material hier. Die Fackeln werden natürlich drin bleiben. Es sei denn, sie werden rausgeschwemmt, genauso wie die Skelette. Ich habe solche Angst. Und weißt du, so ganz einfach wird das gar nicht. Es wird überhaupt nicht einfach. Vor allen Dingen das da drüben wegzumachen. Habe ich dann gar keine Erde mehr am Start? Ja, also das kann schief gehen jetzt hier. Ich muss irgendwie an diese Fackeln da drüben dran kommen. Und noch wichtiger an die da unten. Hä? Auch muss ich dann noch weiter rüber? Und ich weiß nicht, ob das hier gefährlich ist jetzt gerade. Hauptsache, es bleibt keiner von den Erdklötzen da drin. Soll ich erstmal die unteren weghauen? Ja. Ich weiß nicht, ab welchem Moment der Spawner anfängt zu spucken. Irgendwann wird er... oh, ja, da drüben hatte ich auch noch vergessen. Alter, sieh zu, dass du das vernünftig hinkriegst. Millionen von Menschen fiebern mit dir. So, jetzt. So. Jetzt gilt's. Oh, ich höre die ersten Skellies. Ja, und natürlich werden wir jetzt unter Feuer genommen. Cool.
Irgendwie funkt das noch nicht da drüben. Wieso? Aha. Sie werden wohl nicht in die Bubble Column gedrückt. Oh doch, da. Da ist schon das erste. Ja, also es staut sich da wohl ein bisschen. Irgendwas ist da bescheuert. Moment. Ja, hier ist zu. Ja, also es funktioniert nicht ganz. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ansonsten werde ich offscreen das Ganze noch mal auseinandernehmen. Ja, das mag als Cheating erscheinen. Aber wir wollen mal sehen, wie viele Skellies hier jetzt schon bereits am Start haben. Ich hole mal ein Schwert raus. Ich habe ja noch die Edelklinge. Hey, geil. Looting 2. Na, das ist doch schön. So, und so funktioniert das. Ja, so weit, so gut. Geht ab. Also in der Creative World lief es besser. Immerhin schon 9 Knochen, 11 Pfeile, 2 Fackeln. Wie kommen die denn bloß hier rein? So, da kommt schon der nächste her. Ja, also ganz effizient scheint es nicht zu laufen. Zur Not, meine Lieben, das mag als Cheating erscheinen, werde ich die ganze Geschichte hier nochmal auf Creative setzen, auseinandernehmen und den Wasserfluss optimieren, was auch immer da schiefgelaufen sein kann. Zumindest mal schauen. Ne? Also, nee, also es sieht nicht so gut aus wie in meinem Creative Example. Und auch normalerweise ein Schlag sollte genügen. Läuft irgendwie. Da schießt er hoch und völlig zugedröhnt. Was? Jetzt habe ich natürlich eine Sache vergessen. Aber das kann man alles noch hinterher machen. So, ich baue mal hier ein bisschen Kram ab. Brauchen wir die Bautruhe noch hier unten? Ja, natürlich, weil das hier noch schön gemacht werden soll. Uhu. Warum haben manche überhaupt gar keinen verzauberten Bogen mit Infinity? Ich glaube, ich habe das 1 zu hoch gebaut. Ich glaube, ich sollte den Fallschacht irgendwann verstopfen und das noch einen weiter runtersetzen. Da ist irgendwas. Mal schauen. Moment. Das ist exakt so, wie ich es gebaut hatte, aber hier brauchen sie einen Schwertschlag mehr. Okay, und es kommen bei weitem weniger Skellies bei raus, als ich es gewohnt bin. Okay. Schön, aber das soll es erstmal gewesen sein mit diesem Experiment. Und ich denke, wir sind erstmal recht gut bedient hier. Wir könnten jetzt hier noch ein bisschen rumgraben, noch ein bisschen bauen. Sehe ich auch irgendwie nicht so als das Problem, dass man das machen könnte. Aber lasst mich mal überlegen. Ich werde mir gleich erstmal was anderes zu trinken noch holen. Den Sand nehme ich mit. Erde. 64er. Wir gehen jetzt nämlich mal runter in die Mine, um dort noch ein bisschen zu erkunden. Malo. Wie viel habe ich denn insgesamt aufgenommen? Ja, also mit Pausen und so weiter 3 Stunden. 4 bis 5 sind möglich, weil, wie gesagt, ich bin eine Woche krank.
Habe ich das eigentlich schon gesagt? Ich bin eine Woche krank geschrieben, weil Hand bescheuert in letzter Zeit und ich kann damit nicht mehr bremsen und da es meine Maushand ist, ist es auch ein bisschen ungünstig damit zu arbeiten. Wie? Und jetzt sitzt du da und machst Let's Play? Ja, soll ich mich langweilen oder was? Wenn ich mich langweile, ist das tödlich. Oh, komm, guck mal, wie das da reinläuft. Aber tierisch wenig Bögen. Mecker, Mecker, Mecker. Auf hohem Niveau. Ja, also so ganz effizient läuft es nicht. Aber man sieht auch die Erfahrungspunkte und darum geht es ja im Endeffekt, rauschen rein. Wisst ihr was? Ich grabe hier noch ein bisschen aus. Ich habe da jetzt Bock drauf, einfach so ein bisschen rundherum zu graben, diesen Spawner auszugraben und glücklich zu sein, dass wir zumindest schon einen Anfang haben. Und selbst der große Gronkh hat ab und zu mal in Creative geschaltet und ich mache das hier äußerst selten und deswegen reserviere ich mir auch das Recht, um diese Sache hier zumindest zu optimieren. Ich habe nämlich keinen Bock, wirklich keinen Bock, diesen Skelett-Spawner in aktivem Zustand zu öffnen. Verstehst, was ich meine, ne? Ist mal sowas von scheu, sowas zu machen. So, ich grabe mal den kompletten Spawnerraum hier rundherum aus. So soll das nämlich auch sein. Und dann werden wir später... Ich muss das vor allen Dingen hier beleuchten, sonst haben wir hier gleich noch andere Spawngrounds. Es kann natürlich sein, dass hier rundherum noch Höhlen unausgeleuchtet sind und dass deswegen die Spawnrate in diesem Spawner um einiges schlechter ist als in der Kreativ-Version. Jetzt schaut euch das an. Die kleinen Skellies, da stehen sie und können gar nichts tun. Ja. Oh, schön. Ja, also ich kann mich nur daran erinnern, dass es halt in meiner Creative Studie so war, dass die Skellies wirklich so eine Explosion von Erfahrungskügelchen ausgelöst haben und das ist hier nicht der Fall. Also das muss hier auf jeden Fall effizienter werden. Ich weiß, dass es geht. Das sind viel zu wenige. Und so wie ich das denke, stocken die da unten irgendwo vom Wassereinlauf. Mhm. Na ihr? Versuch's mal mit der Axt. Okay, also der Fallschaden ist zu niedrig. Hui, da fährt er hoch. Hast du gesehen? Und da jetzt fährt er da rüber. Da? Und fällt jetzt hier runter, bam, kriegt einen ordentlichen Schaden. Da kommt schon der nächste. Und die Axt ist kaputt. Ja, also tierisch niedrige Bogenausbeute seltsamerweise. Woran ich gerade sehe, dass unser Bogen schon ein klein wenig Schaden hat. So, und ja, grabe ich jetzt hier noch weiter aus. Guck mal, da ist Kohle. Ich habe jetzt Bock, ein bisschen rumzugraben. Und dann, meine Lieben, hole ich meinen letzten, gieße ich mir meinen letzten Kaffee ein. Und dann gehen wir mal runter in die Mine. Und gucken da noch ein bisschen. Und wenn es uns da langweilig wird, dann könnten wir ja im Endeffekt nochmal in den Nether. Dort die Gänge vervollständigen. Ja, und nächstes Mal, also wenn ich dann jetzt hier die Aufnahmesitzung irgendwann beende, dann gehen wir rüber zur Insel, die ich jetzt einfach nur mal so nenne und ja, machen dort ein bisschen was. So, hier ist der untere untere Rand des Spawners. Will hier eigentlich auch nicht tiefer ausgraben. Das ist nicht nötig, glaube ich. Das ist wirklich eine schlechte Rate von Skeletten, die hier ist. Und vor allen Dingen zwei Schläge. Aber das lässt sich beheben. Also das mit den zwei Schlägen, da mache ich ganz einfach das Ding einen tiefer und schon
Ja, da ist ein Bogen. Gut. Super. Vielleicht bin ich auch einfach nur ungeduldig und es war früher auch nicht besser. Denn man sagt immer, früher war alles besser. Jetzt redet kein Choice. Wir gehen jetzt gleich in die Mine runter. Erstmal esse ich hier nochmal das letzte Kugelfleisch. Schwein, Kugelschwein. Gyros. Komm. Dann packen wir hier das rein und das.